Sieht ja eigentlich alles recht geordnet aus an den Aktienmärkten, aber es brodelt unter der Oberfläche und wir haben die Möglichkeit eines Ausbruches. Nicht nur deshalb, weil heute der kleine Verfall ist, wo Optionen verfallen, sondern weil sich da einige Konstellationen ergeben, die interessant sind und die ich in diesem Video mal kurz beleuchten will. Fangen wir zunächst mal an, was gestern passiert ist. Gestern, da hatten wir wieder mal einen Short Squeeze. Wir hatten ja Schwäche, wir hatten Druck auf der Pipeline nach den neuen Corona-Zahlen, nach den fragwürdigeren Perspektiven für die Stimulusgespräche, um es mal so zu formulieren. Aber mit Öffnung dann der Wall Street, mit Öffnung des Kassamarktes, da ging es dann wieder nach oben und es waren die Most Shorted Stocks, also es waren die am meisten geschorteten Aktien, die gestiegen sind, die sozusagen hier einen Short Squeeze ermöglicht haben. Dadurch eine Erholung auch des Gesamtmarktes und wir sehen vor allem, dass die Tech-Werte weiter schwach sind. Der Nasdaq war der schwächste Index gestern nach der Abstufung von Goldman Sachs und nach Drohungen von Donald Trump, dazu gleich mehr. Und wir sehen, dass der Russell 2000 am stärksten war, also diese Nebenwerte in den USA, die eigentlich besonders dann profitieren, wenn Stimulus kommen würde. Das heißt, gestern hat man wieder so ein bisschen diese Stimulus-Hoffnung gespielt. Mal sehen, was daraus werden wird. Und wir haben jetzt nach wie vor eine extreme Positionierung angesichts des heutigen kleinen Verfalls, bei dem mehr als 50% der Optionen, die derzeit aktiv sind, verfallen werden. Ist also eine relativ große Geschichte, zumal der Optionshandel einen immer größeren Einfluss auf die Aktienmärkte insgesamt hat, vor allem auf einzelne Aktien, weil immer mehr Optionen, vor allem Call-Optionen in einzelnen Aktien, gespielt werden auf Apple, vor allem auf Amazon, auf Tesla. Das sind so die Dickfische, die hier sozusagen gerne gespielt werden von Privatinvestoren. Und wir sehen hier nach wie vor eine sehr, sehr hohe Positionierung auch im Triple Q. Das ist das maßgebliche Nasdaq ETF. Und da kann es sein, dass da uns einiges an Turbulenzen heute bevorsteht, an Ziehen und Reißen an bestimmten Niveaus, die interessant sind. Aber vor allem sind es die Optionen auf einzelne Aktien, die eben jetzt im Fokus stehen. Und wir sehen interessanterweise, dass wir das erste Mal seit über 2 Jahren jetzt die Situation haben, wenn wir jetzt mal nach Europa kommen und uns den Stock 600 anschauen, also praktisch der Index, der am besten vielleicht den europäischen Aktienmarkt abbildet, dann sehen wir, dass wir das erste Mal eben seit über zwei Jahren gleichzeitig unter den 200-Tagesdurchschnitt und unter den 50er-Tagesdurchschnitt gefallen sind. Das ist für institutionelle Investoren schon eine wichtige Größe, solche maßgeblichen gleitenden Durchschnitte wie der 50er und der 200er. Und der S&P 500 ist jetzt wieder ziemlich genau an der oberen Kanalbegrenzung hier dieser oberen Aufwärtstrendkanalsituation. Wir sind im März sozusagen relativ punktgenau auf die untere Begrenzung gefallen im Corona-Crash. Jetzt sind wir da wieder gestiegen und wir sind also jetzt an einem Tipping Point, wie die Amerikaner sagen, an einer entscheidenden Wegstrecke. Da wird sich entscheiden, ob es weiter nach oben geht oder ob wir möglicherweise jetzt doch die Signale umsetzen, die vom Staatsanleihenmarkt kommen in den USA. Hier deutet sich ein Ausbruch an in Sachen Renditen, nämlich ein Ausbruch tendenziell nach unten und beim Dollar ein Ausbruch nach oben, was bedeuten würde, dass wir wahrscheinlich keinen Stimulus sehen, wenn der Dollar stärker wird, denn Stimulus würde den Dollar schwächen. Und Risikoaversion würde eben die Renditen für Staatsanleihen nach unten bringen. Und der Druck auf die Tech-Werte ist einmal mehr durchaus begründet. Neben der Abstufung von Goldman Sachs hat jetzt Donald Trump Section 230 Protections wieder angesprochen und droht damit praktisch Twitter und Facebook, die einen Bericht zensiert haben, wenn man so will, über Joe Biden und seinen Sohn. Da geht es um Zahlungen an den Sohn von Joe Biden dafür, dass er seinen Vater sozusagen in Kontakt bringt mit Interessenten, die sich dann von diesem Gespräch etwas erhoffen, weil natürlich der Papa Biden sehr, sehr einflussreich ist. Jedenfalls ist das auch etwas, was die Tech-Werte belastet. Kommen wir zu den Stimulus. Das ist ja eines dieser großen Themen. Der Russell 2000 gestern profitiert, weil eben diese Stimulus-Hoffnung auch durch Donald Trump wieder ins Spiel gebracht wurden. Und jetzt sagt Mnuchin, ja, also wenn ich mit Pelosi da eine Einigung finden würde, dann würde ich versuchen, mit Mitch McConnell zu sprechen, damit der sozusagen auch auf Linie ist. McConnell selber sagt aber, der Führer der Republikaner im Senat, ja, also ich kann sozusagen, habe hier gar keine Mehrheit in meiner eigenen Fraktion für dieses große von Donald Trump gewünschte Paket. Der hat ja gesagt, ja, wir können mehr als 1,8 Billionen Dollar
machen heute ein Statement. Pelosi und Mnuchin werden exchanging language on several areas. Also man wird sich austauschen über verschiedene Bereiche. Das ist so wachswindelweich und so allgemein gefasst, dass man sieht, da ist erstmal wohl nichts Konkretes zu erwarten, wenn man so formuliert, nicht mal von Fortschritten spricht, sondern wir werden uns austauschen über verschiedene Bereiche, dann weiß man schon, was der Fall ist. Aber die Märkte eben gestern auch so ein bisschen unterstützt durch die Aussagen von Pelosi. Naja, wir werden sozusagen nicht bis Januar warten, wenn wir jetzt die Wahl gewinnen, nämlich die US-Demokraten. Das hat dann auch sozusagen nochmal diese Perspektive. Naja, wenn jetzt nicht vor der Wahl, dann kriegen wir es halt kurz nach der Wahl. Aber so einfach kann das möglicherweise nicht werden, denn wenn Donald Trump noch im Amt ist, nehmen wir an, die Demokraten würden gewinnen, Donald Trump ist nach wie vor im Amt, dann kann er vieles blockieren mit einem Veto, auch wenn die Demokraten die Wahlen gewonnen haben. Aber gestern jetzt dann auch interessante Aussagen von Donald Trump in Richtung eben dieses Stimulus, dieser 1,8 Billionen, da würde er gefragt, ja, willst du das Geld von China wieder erhalten, nachdem Trump eben genau gesagt hat, so ähnlich wie bei Mexiko-Mauer, ja, die Mexikaner werden dafür bezahlen, die haben bekannterweise nicht dafür bezahlt und die Mauer gibt es auch in großen Teilen noch immer nicht. Und jetzt eben die Frage von Fox in diesem Interview an Donald Trump, ja, wirst du dir das Geld von den Chinesen wiederholen? Und dann sagt Trump, ja, da gibt es ganz viele Wege, ich habe über alle schon nachgedacht oder habe da schon einiges sozusagen im Petto, um dann zu sagen, ja, ich werde jetzt drüber nachdenken. Also es ist so ein bisschen widersprüchlich, was der Trump hier dazu sagt. Jedenfalls immer dieses Mantra, ich werde es mir von den anderen Leuten wiederholen, von anderen Nationen wie den Mexikanern oder jetzt eben den Chinesen. Die anderen werden das bezahlen. Es ist ja auch ein China-Virus, so Donald Trump. Das ist derzeit die Haltung. Neue Umfragen zeigen, dass Biden einen 11-prozentigen Vorsprung hat gegenüber Donald Trump. Vorher waren es 14, das ist eine Umfrage des Wall Street Journal, also eines eher konservativen, den Republikanern zuneigenden Mediums. Nun kann man hinterfragen, ob es Sinn macht, nationwide Umfragen zu machen, also praktisch für ganz USA, weil es ja auf die einzelnen Bundesstaaten ankommt. Eines aber zeigt sich, Biden führt bei Frauen vor allem und bei Älteren. Das ist diese Problemzone, die Donald Trump jetzt offenkundig bei diesen Wahlen hat. Wenn jetzt sozusagen Donald Trump die Wahl gewinnen würde, dann kann man praktisch die Demoskopie komplett vergessen, einen solchen Vorsprung, und dann geht die Geschichte anders aus, dann müssten ein paar Leute ihre beruflichen Zukunftsperspektiven mal überdenken. Also das wäre dann wirklich der Super-GAU. Kommen wir wieder zu Europa, kommen wir zu Coronavirus. Wir haben heute neue Höchststände wieder in Sachen Corona-Zahlen aus Deutschland. 7.334, die mit Abstand höchste Zahl. Gestern ja 6.600, ist dann gestern noch ein bisschen nach oben revidiert worden im Laufe des Tages. Wir sehen, dass hier zum Beispiel IFO interessanterweise sagt, ja, Jungs, das ist in Relation zu sehen, kann man vielleicht nicht vergleichen mit der ersten Welle, denn damals hatten wir im Frühjahr eben noch viel weniger Tests. Damals hatten wir wahrscheinlich, so berechnet man sozusagen Dunkelziffern, über 16.000 Fälle pro Tag im Hoch. Also das sei vielleicht nicht vergleichbar, ist natürlich ein Punkt. Damals gab es schlichtweg kaum die Möglichkeit, so viel zu testen. Aber auch in den USA steigen die Zahlen. Jetzt gestern wieder über 63.000 in den USA. Fast in allen Bundesstaaten stark steigende oder steigende Zahlen. Hier nur die dunkler markierten. Das sind hier vor allem eben die Staaten im Westen, mittleren Westen. Ostküste hält sich da noch relativ gut. Am besten Texas, da gehen die Zahlen sogar zurück. Aber es ist vor allem in den ländlichen Gebieten, das ist interessant, wo die Zahlen jetzt steigen. Hier sehen wir die Infektionen auf 100.000 und hier sehen wir die ländlichen Gebiete, die legen stark zu, stärker als die urbanen Regionen. Und hier haben wir Frankreich, das ja gestern über 30.000 gemeldet hat. Da kann man praktisch keine Kontaktverfolgung mehr machen, landesweit. Jedenfalls ist das natürlich jetzt etwas, worauf wir bei den Märkten achten müssen, die eben neue Lockdown-Maßnahmen fürchten, die immer mehr sich auch abzeichnen. Hinzu kommt Remdesivir, das Wundermedikament, das am Anfang gespielt wurde und für viele Rallyes verantwortlich war. Das hat offenkundig wenig Einfluss auf die Mortalität bei Covid-19, also die nächste Sau, die fünfmal durchs Dorf getrieben wurde und jetzt elend verendet. Und wir haben heute natürlich die Brexit-Gespräche, nachdem Donald Trump ja eigentlich eine Deadline bis heute gesetzt hat.
aber wohl angedeutet hat, dass es dann doch weitergeht. Also so ein bisschen ein Bluff. Analysten sagen, naja, die Briten sind nach wie vor nicht vorbereitet für einen Austritt. Dementsprechend sind sie nicht wirklich im tiefsten Herzen interessiert, dass die Gespräche jetzt abbrechen. Und wir haben heute die Einzelhandelsumsätze in den USA, die schwächer ausfallen könnten und dürften, wie High-Frequency-Daten zeigen. Jedenfalls sehen wir, dass das Einzelhandelswunder nach der Corona-Krise doch weitgehend vorbei ist und wir jetzt die Situation haben, dass die Schecks ja nicht mehr gekommen sind seit August, so daher der September eben durchaus schwächer werden könnte, was die Einzelhandelsumsätze betrifft. Also, wir haben tektonische Verschiebungen innerhalb des Marktes. Wir sehen, dass die Tech-Werte wohl, nachdem es am Montag nochmal euphorisch nach oben ging, vielleicht doch perspektivisch jetzt underperformen werden. Wir sehen, dass vor allem die europäischen Indizes Warnsignale geben. Wir sehen Warnsignale auch, was die Staatsanleihen und den US-Dollar betrifft. Die müssen sich noch wirklich materialisieren. Das ist noch nicht der Fall. Noch haben die Bullen auch die Chance, hier diese ganze Geschichte zu kontern. Aber es ist eine fragile Situation und wenn diese fragile Situation ins Rutschen kommt, dann sehen wir einen ziemlich heftigen Ausbruch, sehen wir eine ziemlich heftige Bewegung. Jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Freitag. Ich sag Servus und Ciao.